So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark Souls 3. So, wir machen weiter hier. Schauen wir mal, ob wir leveln können. Ja, da, so wie immer. Babli-bablu. So, ja, wir können ein Level steigen. Wir geben es gleich auf Geschick, würde ich sagen. Na, auf Stärke. Oder Geschick. Da kriege ich sogar 1, 2, 3 Punkte dazu bei Waffe 3. Ob sich das was bringt, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich gebe es einmal auf Geschick. Ja. Moment. Nein, ich gebe es lieber auf Stärke. Nämlich da erhöht sich auch noch der Schlag, der Hieb, der Stoß, die Magie, Feuer, Blitz und physisch auch noch. Ich gebe es auf Stärke. Das passt schon. Okay. Vielen Dank. Tschüss, Papa. Was steht da über? Ah, da ist ja Leuchtfeuer. Was steht da? Liebe. Okay. Was haben wir hier? Hurra, Physik. Okay. So, wir gehen zurück. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Da möchten wir hin. Cool. Wir sind wirklich ein Level noch aufgestiegen. Ohne dass wir Seelen zerquetscht haben. Das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. So, Nodachi. Ja, das gibt's auch in dem Spiel. Ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ist gar nicht mal so schlecht. So. Was ist, wenn ich da nach hinten gehe? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen? Okay. Da oben ist was. Ist das ein Käfer oder ist das ein Item? Das ist ein Käferchen. Okay, den brauche ich allerdings nicht. So, genau, das haben wir im letzten Teil auch gesehen. Das heißt, hier ist irgendwo ein Phantom, was immer dumm rennt. Da ist es auch schon. Dies ist kein richtiger Spieler, sage ich gleich dazu. Aufpassen. Wenn man die einmal getötet hat, kommen sie auch nicht mehr. So, Backstep. Und die halten auch viel aus, wie man sieht. Ja, natürlich. Wie soll es noch anders sein? Ganz ruhig. Ja, sie kommen beide natürlich auf mich zu. Nein, er bleibt stehen. Er geht auch wieder zurück. Das Phantom kommt her. Sehr gut. Das Phantom kann auch herkommen. Ja, heil dich nur. Das passt schon. Kann damit gut umgehen. Backstep. Runter von meinem Schwert. Warten. Jetzt hinschlagen. Ah, jetzt heilt er sich. Na geh, komm jetzt. Die ganze Zeit heilen brauchst du dich aber auch nicht. So, Backstep. Runter von meinem Schwert. Hahaha, du hast keine Estos mehr. Hahaha. Blöde KI. So, zurück da. Nicht schlecht, Herr Specht. Komm her da. Schau mal, was ich kann. Kannst du es auch? Aufpassen. Da heilt er sich auch, der Wichser. Oh. So, da haben wir ihn. Wie viele Seelen kriegen wir dafür? Wahrscheinlich nur 1000. Na, 3000 sogar. Und Band der Wirbelsäule. Okay. So, wenn man diese so gesagten Phantome, die sind halt ab und zu in jeder Map halt irgendwie aufgeteilt, die verteidigen halt den Bereich. Wenn man die einmal besiegt hat, kommen sie dann nicht mehr wieder. So, da oben sollte eigentlich der Typ stehen, den wir von Anfang an gesehen haben, der die ganze Zeit runtergeschossen hat. Der sollte eigentlich da oben stehen. Moment, ich probiere mal was. Wir gehen langsam dadurch. Noch nicht, okay. Gut geblockt. Ja, ich brauche unbedingt dann auch noch. Jetzt zuckt er vollkommen aus. Okay,
Okay, den haben wir. Es könnte auch sein, dass es hier weiter ist. Nämlich, wenn man jetzt da hier schaut. Momentl. Okay, da kann man nichts machen. Aber hier. Hier sieht man das schon. Diese Dinger schießt dieser Riese, den wir am Anfang der Map halt gesehen haben. Schießt er da runter. Diese großen Speerdinger halt. Speerdinger halt, ja. So, darauf können wir auch gehen. Den Weg habe ich gesucht, ich glaube. Nein. Okay, dann nicht. Na, dann halt nicht. Aber da. Da könnten wir auch rein. Also wir haben viel von der Map eigentlich nicht gesehen. Ich bin da ziemlich schnell durchgegangen. Aber hier gibt es auch nichts mehr. Ich gehe gleich weiter. Ich will mich nochmal ganz kurz nur umschauen. Nur ganz kurz. 5 Parts später. Okay, gut, ich gehe weiter. Okay, okay. Was haben wir hier? Ah, ober mir ist jetzt die Hexe, oder? Oder? Nein. Genau, hier rechts bin ich runtergesprungen. Genau. Dann passt's. Da kann ich auch noch rauf. Aber auch hier gibt es nichts. Okay, passt. Das passt schon so. Das heißt, wir gehen weiter. Wollte nur schauen, ob ich irgendetwas Wichtiges vergessen habe. Aber nein, nein, das passt schon so. So, was ist jetzt mit den Typen? Wieso schießt er da nicht runter? Er könnte auch da oben stehen. Da könnte er auch oben stehen. So, vorsichtig langsam da rein. Ja, da gibt es ziemlich viele Items. Und ich krieg die Seelen auch noch. Da oben steht er. Irgendwo da oben steht er und schießt die ganze Zeit auf die Gegner. Er schießt auch auf uns auch natürlich. Wir müssen mit ihm reden, damit er weiß, ah, ich bin ein Guter. Ja, da haben wir auch schon den ersten in den Rücken bekommen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Blut. Au, 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 au. Hör auf jetzt damit. Verstärkte Keule. Ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Unbedingt. Ja. Aber er schießt doch auf die Gegner. Wie gesagt, er ist neutral. Wenn ich mit ihm rede und sage, hey Alter, schieß nicht auf mich, dann sagt er, okay, passt, Alter. Alter. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal. Hallo, grüß dich. Zum zweiten Mal. Schön noch gestaggert. Vorsichtig. So, den Hammer. Lass du was fallen? Seine Säge kann er nämlich auch fallen lassen. Die kann man dann als Waffe verwenden. Na? Sehr schön, danke. Der kommt direkt auf mich zu. Und wie er auf mich zukommt, bist du deppert. So, da liegen meine Seelen, die hätte ich gerne. Danke. Raus, 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 beweg dich, beweg dich. Zack. Gott sei Dank. Sehr schön, danke schön. Schwindende Seele haben wir gekriegt. So, wir könnten jetzt natürlich da unten auch noch. Danke. Looten. Also die ganzen Sachen da. Oder wir rennen da einfach durch. So, danke. Ja, das sind viele Sachen. Ich gehe mal da rein. Das hätte ich mal nicht gedacht, aber wurscht. Dass der Schaden da durchgeht. Jetzt müssen wir da durchlaufen. Jetzt müssen wir wieder aufpassen und ab geht's. Durch, durch, durch. Einfach durchlaufen. Das sollte eigentlich passen. Sehr gut. Gut gemacht. Das hast du gut gemacht und deswegen wirst du auch nicht ausgelacht. So, hier sollte eigentlich...
Zeit für Flucht. War nicht hier immer ein Leuchtfeuer? Geldsack voraus. Geldsack voraus. Ich glaube, ihr wisst, wo ich bin. Ich glaube, das brauche ich nicht erklären. Aber ich habe doch gerastet. Wo sind die? Ah, da, vor hinten sind sie. Okay, okay. Da hinten kommen sie. Das war der Zauberer, den ich da vorne umgebracht habe. Den Hund? Okay, gut, der ist nicht auf mich angesprungen. Ich würde gern raufgehen in den Tower, wo der Typ steht und draußen halt noch die Sachen looten. Was steht da? Vorsicht vor Hinterhalt. Aber da rein kann ich ja gar nicht. Wieso Vorsicht vor Hinterhalt? Hallo? Natürlich, einen HP. Alter, er macht so viel böse Schaden, der Typ. Mit seiner geschissenen Vase. Topfpflanze. Lass mich in Ruhe. Alter, was ist denn da drinnen überhaupt? Gehirn? Ich hab keine Ahnung. So, lass was fallen. Natürlich lass da nichts fallen. Wie soll es noch anders sein? Ich würde gerne nur rauf irgendwie in den Turm. Wie sind wir da raufgekommen? So, hinter mir sind jetzt wieder diese Bombenschmeißer. An das kann ich mich auch erinnern. Ja. Natürlich erwischt er mich. Wie soll es noch anders sein? Ich weiß nicht mehr, wie ich da raufgekommen bin. Es könnte auch sein, dass das später kommt. Könnte auch sein, dass das erst kommt, wenn ich da nach hinten gehe. Wir könnten jetzt eigentlich... Ich könnte den Boss versuchen. Es hat mich auch einer gefragt, ob ich mal herzeigen kann, wie das PvP geht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Lasst mich doch mal da ganz kurz in Ruhe. Ja, ja. Okay, die kommen da nicht durch. Ich habe aber nur zwei... Oh. Bin schon ruhig. Alter. Jetzt macht er wieder das Feuer. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn er uns da erwischt... Ja, dann schauen wir lieber was. Zäher Feind, naja, so zäh ist er jetzt auch wieder nicht, aber... Nein, wenn ich mich jetzt heil, bin ich ohne Estos unterwegs. Das will ich auch nicht. Wir gehen zurück zum Leuchtfeuer und laufen da einfach durch, würde ich sagen. Und da hinten haben wir was vergessen. Das haben wir nicht gesehen. Ah, Gott sei Dank. Eine Großsense. Na, eh schön. Und lauf. Okay, jetzt schießt er nicht auf mich. Jetzt da, okay. Jetzt hat es mich schon gewundert. Wir gehen nochmal zurück. Wir machen dann gleich den Boss. Wie viele Minuten haben wir? Das sollte sich ausgehen. In den einen Part. Okay, jetzt läuft er weg. Das ist dann wurscht. Jetzt hätte ich ihn abgeschossen mit meiner Ding. So, wir laufen da jetzt einfach geradewegs durch und die Belastbarkeit muss ich raufhauen. Er rollt schon noch schnell, aber es geht noch schneller. So, einfach durch. Vorsichtig, alles cool. Schauen, dass wir da nicht allzu viel Schaden mitnehmen. So, jetzt macht's gleich Boom, hoffentlich. Ich hoffe, es macht gleich Boom. Ich hoffe, es macht gleich Boom. Ja, danke. Hinter mir, schnell rollen, sehr gut. Ja, jetzt hat er mich einmal erwischt, nochmal erwischt, sehr gut. Einfach durch, einfach durch. Danke. Roll durch da. Rauf mit dir.
Komm, 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 komm. Hör auf mich zu schießen. Schieß auf die anderen. Ja, genau. So, einmal, zweimal. Und jetzt probieren wir den Boss. Jetzt haben wir wenigstens 3 Estos. Vielleicht schaffe ich ihn gleich beim ersten Mal. Versprechen tue ich nichts. Und zwar ist das dieser Baum hier über meinen Kopf jetzt da. Das wird jetzt ziemlich lustig. Wünscht mir Glück. Wieso habe ich mir das nur antan? Ach Gott. Die Minions da auch wegmachen, sonst gehen du da am Arsch. Bei dem Kampf. Und da ist er auch schon. So, auf seine Eier muss man da jetzt draufhauen. Ja, auf seine Eier. Kondi, Kondi, Kondi. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Ja, genau, deswegen. Ah, irgendwas. Alter, hör auf jetzt damit. Okay, ist er jetzt endlich weg? Ich hoffe. Dreh dich mal rüber zu mir, bitte. Alter, der lässt überall sein Sperma dahin irgendwo hinfallen. Alles ist cool. Das habe ich auch vergessen. Dafür kriegen wir viel Schaden. Nein, doch nicht. Bringt was? Ich sehe nichts. Scheiß Kamera. Alles cool. Ah, er hat mich gepackt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wirf mich nur da hin und her. Hast du recht? Weg. Weg! Oh, mehr als das ich auf Kreis drücke, kann ich nicht tun. Klingt was? Ein Estos haben wir dann noch. Uiuiui. Raus aus dem Schlamm. Raus aus dem Schlamm. Aufpassen. Einfach weggehen. Einfach weggehen. Ach, komm jetzt. Hör auf mit dem Dreck. Solange diese gelbe Flüssigkeit da ist, kann ich nicht zu ihm hingehen. Weg, 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 weg. Ach, Scheiße. Wow, wow, wow. Den schaffe ich nicht beim ersten Mal. Nein, jetzt bin ich tot. Er ist nicht einmal aufgestanden, der Charakter. Er ist nicht einmal mehr aufgestanden. Er ist einfach nur noch gelegen. Ah, ja, der ist schon ein bisschen härter. Ein bisschen härter. So, den ersten Versuch lasse ich drinnen. Ab jetzt geht's los mit Cuts, würde ich mal vorschlagen. Ja, also bis gleich. Ich mache ab jetzt schon den Cut. Den Weg, den tue ich euch rausschneiden. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Das ist jetzt Versuch Nummer 3. Nummer 2 habe ich euch vollkommen rausgeschnitten. So, die Nebelwand ist da. Das heißt, der Bosskampf ist noch nicht fertig. Deswegen ist die Nebelwand da, damit man sich auskennt. Ich habe jetzt auch noch 5 Estos. Bin jetzt da gut durchgekommen. Mit wenig Schaden. So, und wir machen den gleichen Bullshit wie vorher. 1, 2, 3, 4. Okay. Vorher der 5 Schläge ausgehalten. Und er geht jetzt schon in die Distanz. Alter Vater. Allerdings, die erste Hürde ist jetzt nicht allzu schwer. Wir brauchen nur mehr Kondi. Okay, er hat mir keinen Schaden genommen, er hat mich einfach nur umgeworfen. Mehr nicht.
So, das war die erste Distanz. Das ist schon mal gut. Jetzt bricht alles ein. Na, dann gehen wir ein Stockwerk tiefer. Okay, wir müssen auf die Eier draufhauen. Hier ist mal keins oben. Weg. Sehr gut, sehr brav, sehr brav. Roll. Sehr brav. So, ein Ei haben wir schon. Ich weiß jetzt auch nicht, wo meine Seelen sind, aber auf, da genau in der Mitte, okay. So, wir drehen uns mit. Hinten am Rücken hat er nämlich auch noch welche. Auf den Füßen hat er auch welche, aber die am Rücken, die sind halt schwer zu bekommen. Das ist nicht gut. Geh raus da. Das macht nämlich meine Rüstung kaputt, dieses gelbe Zeug da. Deswegen bleibe ich lieber da außerhalb. Und am Rücken, wie gesagt, jetzt kann ich es aufsammeln, die sind halt schwer zu treffen. Heimkehrknochen. Ja, ich wollte schon hinspringen und dann habe ich noch weggedrückt. Ah, scheiße. Aufpassen, nicht allzu lange da drinnen bleiben. Das macht wirklich komplett alles kaputt. Ah, jetzt lasst er wieder was fallen. Boah, das war knapp. Ja, zweimal erwischt, das ist schon mal gut. 120 Schaden haben wir da gemacht. Wieder weg. Vorsichtig, vorsichtig. Zeit lassen, nicht wirklich hektisch, da muss man dumm rennen. So wie beim ersten Versuch. Zeit lassen, alles ist cool. Auf gute Gedanken kommen. Zack, erwischt. Nein, leider nicht. Egal, wir lassen uns Zeit. So, jetzt lasst das wieder nach hinten fallen. Das heißt, wir können ihn jetzt nochmal zweimal erwischen. So, drauf. Ist gut, das am Rücken ist schon mal weg. Da auf der Hand hat er leider nichts, aber in der Mitte. Ja, leider, leider. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass er gegen uns Schaden macht. Aufstehen, trinken. Jetzt macht er nochmal Schaden. Schade. So, rein mit dir in die Mitte. Gib Kum jetzt, jetzt reicht's langsam mit deinen Scheißgreifen. Ne? Weg. Weg, weg, weg. Boah, Schloch. Scheiß Viecheländiges. Weg. Ja, es fehlt ja nicht mehr viel. Mir fehlt nur noch der Schluss. Sich nach hinten rollen. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Alter, mach was. Beweg dich. Da oben ist ein Ei und ich erwische es nicht. Jetzt da. Verdammt. Ein Estus habe ich noch. Das muss ich jetzt leider Gottes verwenden. Bein ist es, glaube ich. Am Rücken hat er auch noch was. Es fehlt ja nicht mehr allzu viel, um Gottes Willen. Natürlich erwischt er mich. Alter, fick dich. Ich schaff's nicht. Ich komm nicht hin. So, einen Schlag brauche ich noch. Ich brauche irgendwo ein Ei. Da vorne ist eins. Ja, 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 ja. Weg, 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 weg. Von ihm. Alter. Alter. Beim dritten Mal habe ich ihn gelegt. Und wir können wieder leveln. Wir können wieder leveln.
So, das war, glaube ich, nur ein optionaler Boss. Ich glaube, mehr kann man hier gar nicht machen. So, Moment. Ich glaube, hier drinnen gibt es noch Items. Da ist auch das Leuchtfeuer. Das machen wir jetzt mal an. Setzen uns gleich hin. Opferte... Was? Okay. Nein. Ich habe keine Ahnung, das sind halt so welche... Wie soll ich sagen, so welche... Hurra für Dresche. Wie nennt man das? So welche Herausforderungen halt, so Clans, die man dann beitreten kann. Was ich allerdings nicht möchte. Schaut aber cool aus, muss ich sagen, die Map. Gibt's hier sonst keine weiteren Items? Anscheinend nicht. Was steht hier? Hurra für Dresche, oder? Hurra für Monster. Okay. Gut. Rauskommen tun wir hier nicht mehr. Da ist jetzt ein riesengroßes Loch. Ja, der einzige Weg, der hier rausführt, ist... durch eine Schnellreise. Wir machen zum Feuerbandschrein. Im nächsten Part werden wir dann wieder leveln. Ich werde jetzt einmal die Cuts machen. Und ja, warten wir noch ganz kurz. Den Ladebildschirm warten wir noch ab. Auf jeden Fall hierher tun wir uns nicht mehr teleportieren. Nämlich, wie gesagt, wir sind in einem Loch, da kommen wir nicht raus. Und ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.